Struktur nicht einfach. Doch ich hab jedes Hindernis mit Bravour gemeistert. Den Parcours ist Styler, produktiv wie Manufakturarbeiter. Welcome to Night in the Ring, Kostati, Davidchenko! Welcome back to the ring, Kosi, La Pantera, Ludwig Gomez! So, nach einem Jahr Pause ist er wieder da. José Ángel Laudet Gómez. Runde 1, Round Number 1. Wie er mit vollen Namen heißt, und er trifft auf Konstantin Dovbyschenko aus der Ukraine. Ein Mann, der noch nie K.O. gegangen ist, 11-mal verloren hat, noch nie am Boden war. Und der Laudet ist ja bekannt als K.O.-Maschine. Bin mal gespannt, ob es ihm als Ersten gelingt, den Dovbyschenko da wegzufiedeln. Alter, richtig schwere Hände. Aber sieht man auch nicht so oft, einen so großen und so kräftigen Kubaner. Die sind meistens ein bisschen in den leichteren Gewichtsklassen vertreten. Naja, die hatten schon ein paar. Stevenson war ja doch auch kein Zwerg, ne? Und Savon auch nicht. Dovbyschenko ist immerhin das Kunststück gelungen, mit Can Kozubutski 2018 über die Runden zu gehen. Und das ist erwähnenswert, weil er der Einzige ist, der gegen Kozubutski bislang nicht K.O. gegangen ist. Ja gut, der Dovbyschenko, der versucht auch nicht viel, ne? Da war mal die rechte, aber da doch relativ weit vorbei. Ansonsten wartet er erstmal ab, was der Laduette anzubieten hat. Naja, aber so einen richtig harten Treffer konnte er auch noch nicht anbringen, Laduette. Er versucht zu viele einzelne Aktionen. Ja, das bestimmt die ganze Sache hier, aber da war mal die rechte drin von Dovbyschenko. Es sind natürlich alles harte Hände, die er schmeißt gerade, aber das sind alles Schläge, auf die sich Dovbyschenko vorbereiten kann. Deckung anziehen, Körper anspannen, Kopf runter. Da muss etwas kommen, was ihn überrascht. Ja, das war schon besser. Schöne Körpertreffer. Komm, nachsetzen. Vierte Runde. Vier Runden kommen noch. Ja, jetzt wird das hier ein bisschen so ein mexikanisches Ding. Beide stehen direkt voreinander. José versucht ihn ein bisschen aus der Deckung herauszulocken mit dem offenen Kopf. Damit er ihn dann vielleicht auskontern kann. Ja, jetzt langsam kommt ein bisschen dieses Tempo rein. Langsam kommt die Frequenz. Ja, Dovbyschenko versucht in dieser Runde jetzt mal einen anderen Ansatz. Hat man schon in der letzten Runde am Ende gesehen. Versucht jetzt etwas vorwärts zu marschieren. Aber bis jetzt auch nichts, womit José gerade nicht umgehen kann. Schöne Körpertreffer jetzt von Dovbyschenko. Ja, ja, der probiert ein bisschen was aus jetzt. Ja, der hat ein bisschen Mut getankt. Also gut, seine Hände kommen nicht ganz so knackig wie die von José, aber immerhin macht er jetzt was. Hui. Ja, das war, glaube ich, bis jetzt der spritzigste Schlag, den er rausgebracht hat. Also vielleicht mal aufwärts sagen, zwei, drei mal zum Kopf durchgekommen. Ja, vielleicht wird das ja jetzt nochmal richtig interessant hier.
Bis jetzt waren seine Schläge noch ziemlich lasch, aber jetzt fängt er an auszupacken. Müsste halt noch mehr mit der Führungshand arbeiten, der Ladouet. Da kommt für mich ein bisschen wenig. Also Humor hat Dovtchenko auf jeden Fall. Nimmt sich selber nicht zu ernst. Es gibt aber auch solche Boxer, die musst du wirklich fordern, um das Beste aus ihnen rauszuholen. Sonst langweilst du die und dann haben die gar keinen Bock. Je härter der Gegner kämpft, desto besser werden sie dann im Fight. Und nicht weggehen. Ja, man sieht auch, der hat schon auch für seine Masse hat er auch ordentliche Geschwindigkeit hinter den Schlägen, wenn er da mal reinpackt. Die kommen sehr knackig. So, noch 10 Sekunden gleich. Der Comeback-Kampf von Ladouet, auch Geschichte, nach Punkten hat er hier gewonnen, auf alle Fälle. Da, jetzt kommt er nochmal schön durch. Und das war's. Ja, da war deutlich mehr drin. Ja. Da war aber auf jeden Fall mehr drin. Der Dovtchenko, wenn er ein bisschen früher aufgewacht wäre, hätte es vielleicht hier auch einen interessanten Kampf geben können. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Urteilsverkündung und die war einstimmig. Unanimous Decision mit 3:0 Punktrichterstimme. Damit nach wie vor ungeschlagen an die Fiete. José La Pantera Ladouet Gomez. Also der Panther wieder zugeschlagen.